Es geht um die Erfüllung eines grünen Wunschtraums, das muss man wissen. Der nächste Schritt, der kommen wird, ist, um uns herum werden Kernkraftwerke gebaut. Welche Note würden Sie denn der Ampelregierung momentan geben? Generell, aber auch natürlich in Bezug auf die Energiepolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit, heute Professor Dr. Fritz Fahrenhold. Hallo, Herr Fahrenhold. Hallo, schön, dass wir zusammenkommen. Definitiv. Heute sprechen wir natürlich über die große Energiewende, über die große Energiekrise vielmehr, so heißt auch Ihr neues Buch. Wir sehen ja, die Atomkraftwerke wurden abgestellt. War das ein Fehler? Ja, absolut war das ein Fehler, weil wir haben jetzt zunehmend Stromknappheit. Die Preise werden natürlich auch entsprechend reagieren, nach oben gehen. Und es war absolut unnötig. Und von der CO2-Bilanz, ja, wir müssen das jetzt ersetzen durch Braunkohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Das heißt, 30 Millionen Tonnen mehr CO2, fragt man sich, ist das nicht so wichtig gewesen bei der Entscheidung? Und deswegen war das ein absoluter unnötiger Fehler. Und das zeigt ja auch zeigen die Umfragen, die Mehrheit der Bevölkerung hat das nicht verstanden und hat das abgelehnt. Also korrigieren Sie mich, wir haben jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet, haben aber mehr CO2-Belastung, wobei wir doch die Umwelt eigentlich retten wollten. Ja, natürlich. Also Sie müssen ja den Strom, den die Kraftwerke erzeugt haben, das waren ja immerhin 30 Terawattstunden, das darf man nicht vergessen, 6% unseres Strombedarfs, und zwar zuverlässig, ja, zu jeder Tag- und Nachtzeit, die müssen ja ersetzt werden. Und die werden naturgemäß ersetzt durch Gas- und Braunkohlekraftwerke oder eben durch mehr Import aus Frankreich, Kernkraftwerke aus Tschechien, Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke. Das macht ja nicht viel Sinn und deswegen war das ein Fehler. Geht es überhaupt dann wirklich um Klimaschutz oder was ist da die wahre Intention? In dem Punkt ging es mit Sicherheit nicht um Klimaschutz, sondern es geht um die Erfüllung eines grünen Wunschtraums. Das muss man wissen. Die Grünen kämpfen seit 40 Jahren gegen die Kernenergie und haben das Thema ideologisch aufgeladen, so weit sogar, dass dann eine Kanzlerin wie Frau Merkel dann ihren Wunsch erfüllt hat, nämlich Kernkraft abzustellen nach Fukushima 2011. Ja. Aber wir sind das einzige Land, das ausgestiegen ist. Selbst Japan ist wieder zurückgekehrt in die Kernenergie, weil wir natürlich wissen, dass wir ohne Kernkraft eine hochentwickelte Industriegesellschaft nicht befriedigen können mit Strom, es sei denn, wir würden bei Kohle mehr Kohlekraftwerke machen, dann aber, und das ist meine Forderung auch in meinem Buch, dann müssen wir CO2 abscheiden und das kann man, das haben wir auch schon mal in Deutschland gemacht. Grüne Kohlekraftwerke und ja, ich wundere mich sehr, dass diejenigen, die doch für CO2 und Klimanarrativ so kämpfen, es jetzt zulassen, dass von 23 bis 38 immer noch Kohlekraftwerke weiter CO2 emittieren können. Da könnte man doch einfach sagen, okay, wir haben die Technik, wir sparen auch die CO2-Zertifikate, denn dieses CO2, was da aus dem Schornstein kommt, muss ja teuer bezahlt werden. Da kassiert der Staat mächtig ab, nicht? Zig Milliarden. Und das könnten wir einsparen. Wir könnten den Strom billiger machen, wenn wir mit einer intelligenten Technik viel preiswerter das CO2 abscheiden können. Mhm. Das wird aber nicht gemacht. Aber ich verspreche Ihnen, es wird kommen, weil weltweit arbeitet die internationale Gemeinschaft an dieser Lösung. Weil wir wissen genau, dass China und Indien werden ihre Kohle nutzen. Sie wollen, dass ihre Bevölkerung den Wohlstand weiter vermehren kann. Die Inder sind so stolz darauf, dass jetzt endlich jeder Haushalt sicher mit Strom versorgt ist. Und das machen sie mit Kohle. Und deswegen wäre es doch so toll, wenn die Deutschen mal ein richtiges Vorbild werden. Denn das, was wir mit Wind und Sonne machen, da folgt uns keiner. Aber mit einer CO2-freien Kohle, da könnten wir schon wirklich was bewirken, von den Chinesen zu erwarten,
macht das bitte mal nach. Also Made in Germany könnte wieder Trendsetter sein, dass man so wie früher Atomkraftwerke aus Deutschland weltweit exportiert hat, auf einmal Kohlekraftwerke hat. Jetzt nochmal, um kurz auf die Kernkraftwerke zurückzukommen. Es waren ja sicherlich die bestgewartesten als auch die sichersten, die es momentan gab. Ja. Glauben Sie, wir werden uns besinnen und wieder zurück zur Kernkraft kommen, so wie der Rest der Welt? Oder glauben Sie, das war's jetzt und wir werden nie wieder Kernkraft haben? Also Sie haben recht, ISA 2, das jetzt stillgelegt wird, war seit Jahrzehnten Spitzenreiter in den besten Kernkraftwerken. Und es ist ein Jammer, dass der gleiche Minister, der sozusagen hier auf den Ausknopf geschaltet hat, nämlich Habeck in der Ukraine, gesagt hat, naja, da stehen jetzt 6 Kernkraftwerke, aber die stehen ja und die können ruhig weiterlaufen und wir werden auch vielleicht den Strom aus Ukraine mal demnächst importieren. Das ist alles nur noch mit Verbohrtheit und Ideologie zu erklären. Der nächste Schritt, der kommen wird, ist, um uns herum werden Kernkraftwerke gebaut. Die Polen werden was bauen, die Holländer werden bauen, die Franzosen werden mehr machen und die Tschechen. Und dann wird es mit Stichleitung nach Deutschland geleitet. Da gibt es tatsächlich schon ein europäisches Programm, dass wir sozusagen Strom importieren. Wir haben dann zwar keine Kontrolle über die Weiterentwicklung und die Sicherheit, aber das wird sicher kommen. Und ich hoffe ja sehr, dass wir den wirklichen Durchbruch bekommen. Das ist die nächste Generation von Kernkraftwerken. Man muss immer wissen, der Vorhalt, der einem ja gemacht wird als Unterstützer der Technologie, ist, die können theoretisch irgendwann mal durchbrennen, sag ich mal. Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million Jahren. So, sehr unwahrscheinlich. Aber theoretisch schon. Mhm. Und das ist natürlich schwierig zu vermitteln. Und deswegen brauchen wir ein Kernkraftwerk, das null Wahrscheinlichkeit hat, durchzubrennen. Und diese Technik wird jetzt entwickelt. Das sind, nennt man die 4. Generation. Das sind Kraftwerke, die tatsächlich dann, wenn es zu einem Problem kommt, Stromausfall, Kühlungsausfall, einfach sozusagen auf die sichere Seite fallen und von sich aus ausgehen. Keine Kernschmelze, nichts mehr. Und das Schöne ist, dass diese Technologie auch noch die Abfälle benutzt und rezykliert und viel besser ausnutzt und dann Abfälle produziert, die dann nicht mehr Millionen Jahre bewacht, belagert werden müssen, sondern schon nach wenigen hundert Jahren so abgeklungen sind, dass sie das in jede Hausmülldeponie bringen können. Das heißt, da ist eine Riesenchance für die Menschheit. Und die schlechte Nachricht ist, wir forschen nicht daran. Der Bundeswirtschaftsminister hat gerade gesagt, Kernenergie wird auch aus dem Energieforschungsplan nicht. Also diese Nation, diese baut sich ab. Forschernation, ist nicht mehr bereit, an Zukunftstechnologien zu forschen. Das ist schon sehr, sehr bedenklich und schlimm. Aber es werden die anderen, sind nicht so blöd wie wir. Sie machen das. Ja, wir werden es irgendwann wieder importieren. Und dann kommt es auf diese Generation an, die dann sich damit auseinandersetzen muss. Und meine Hoffnung ist, dass nach dieser Generation der Wissenschaftsfeindlichkeit und der Technikfeindlichkeit wir wieder Liebe und Sympathie und Zuneigung für Wissenschaft in der deutschen Jugend wecken, dass es wieder Spaß macht, eine mathematische Gleichung zu lösen, dass es Spaß macht, ein Bauteil zu entwickeln zur Verbesserung des Wohlstands der Menschheit. Da müssen wir zurückkommen, das müssen wir wieder hinkriegen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, diese Renaissance der Kernenergie, wenn die ganze Welt das macht und sagt, was habt ihr nur, ihr Deutschen, dass wir dann wirklich die Kurve kriegen. Okay, also Ihre Worte natürlich in Gottes Ohren, kann ich nur sagen. Welche Note würden Sie denn der Ampelregierung momentan geben? Generell, aber auch natürlich in Bezug auf die Energiepolitik. Ich muss das jetzt mal ganz bitter sagen, es ist ungenügend. Das ist 6. Und das ist nicht, betonen Sie, waren ja, oder Sie sind ja SPD-Mitglied. Es ist nicht mangelhaft, das ist ungenügend. Ja. Also Versetzung gefährdet. Ja. Und das sehen wir auch in den Umfragen. Die Menschen realisieren das, dass es nicht reicht mit den Sprüchen, die jetzt auch Olaf Scholz macht. Wir müssen nur schneller die Windenergie ausbauen, dann sind wir wieder wettbewerbsfähig. Das glaubt doch keiner. Ja. Dabei wird einfach vergessen, dass eben an 140 Tagen des Jahres gar kein Wind da ist. Mhm. Und wir müssen ja auch jede Minute, jede Sekunde genügend
Strom in Deutschland haben. Ja. Und wir bauen gerade neue Bedarfe aus für Elektromobilität, für Wärmepumpen. Und wie soll das funktionieren? Da. Und dann einfach zu sagen, das macht die Windenergie, das kann ich Ihnen als ehemaliger Windunternehmer, ich habe ein Unternehmen, eine Aktiengesellschaft geführt, die Windkraftwerke gebaut hat, dass das nicht funktionieren wird. Sie müssen dann speichern. Und die Speicherung ist noch nicht da. Und wenn Sie die entwickeln, können das in Batterien machen, ist unbezahlbar. Wenn Sie das in Wasserstoff machen, verlieren Sie so viel Energie, dass das den industriellen Arbeitsplatz in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig macht. Und das muss man endlich erkennen. Und deswegen glaube ich, die Bürger sind mittlerweile deswegen kritischer auch geworden, weil diese Regierung übergriffig geworden ist. Ja. Sie hat versucht, jetzt sozusagen in die persönliche Sphäre der Menschen hineinzugreifen und zu sagen, so will ich deinen Keller haben. Dein Heizungskeller darf, so muss der aussehen. Und jeder, der sozusagen Lebenserfahrung hat, weiß, das ist eine Sphäre, die höchst persönlich war, wie man sich sein Haus erwärmt. Das ist eine Geschichte, die... Und wenn man dann noch feststellt, was ich ja auf Ihrer Tagung dargestellt habe, dass die CO2-Emission genauso hoch ist, weil der Strom, den man für die Wärmepumpe braucht, ja auch teilweise aus Gas und Braunkohle und Steinkohle kommt, dann fragt man sich, Moment mal, wir geben 130 Milliarden aus für nichts. Das merken die Bürger. Und Sie sehen das jetzt an den zurückgehenden Zustimmungswerten der Grünen. Ja. SPD wird mitgerissen. Und am Ende, glaube ich, wird eine große Diskussion stattfinden, ob die Bürger nicht hier in diesem Fall die klügeren Ratschläge haben als die Regierung. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das sozusagen sich auch in den Parteien so weiter... Man kann natürlich mit seinem Kopf durch die Wand, da wird man abgewählt. Und das sage ich voraus. Der nächste Wahlkampf wird ein Energiewahlkampf. Die Leute sind auch mit einem großen Groll unterwegs, denn es geht ja auch nicht nur um die Wärmepumpe, es geht auch um die Elektromobilität. Wir alle wissen... Es geht um Wohlstand, Deindustrialisierung. Und es geht um die Deindustrialisierung. Wir merken, wie wir langsam ausbluten an der industriellen. Wir waren mal Champion der industriellen Anteil am Bruttosozialprodukt mit 23%. Das ist hochgefährdet. Sehen Sie sozialen Frieden in Gefahr auch? Ja, das ist im Augenblick noch nicht sichtbar. Deswegen, weil wir natürlich einen unglaublich starken soziale Abfederung haben. Nicht? Wir haben eine relativ starke Position der öffentlichen Haushalte, nicht so hoch verschuldet wie die Nachbarn. Da wird man versuchen, über Kredite und Verschuldung sozusagen das abzupuffern, was man da jetzt sozusagen an Unvernunft macht, weil das kostet ja alles Geld und dann muss man natürlich irgendwie die Bürger bei Laune behalten. Also Spiele, aber das ist ja keine Lösung. Versucht man also wegfallende Arbeitsplätze mit besseren Sozialleistungen, wie in Schweden, nicht? Da wird eine Raffinerie klein gemacht und die Arbeiter kriegen den Hinweis, okay, ihr werdet jetzt weiter bezahlt, obwohl ihr nichts die Hälfte produziert. Das sind alles Dinge, die jetzt sozusagen zur höheren Verschuldung führen. Also wir haben noch was zuzusetzen. Deswegen Ihre Hoffnung, dass die Leute sagen, die Arbeitsplätze fallen weg. Deswegen bin ich in Sorge. Das ist noch nicht so weit. Sie merken es erst in Ihrem privaten Bereich. Sie merken es auch an der Inflation. Ja. Die Deindustrialisierung ist im Gange. Und das wird spürbar. Und deswegen glaube ich, bis 25, bis zur nächsten Wahl, wird das so spürbar, dass der Wahlkampf nur ein Thema haben wird. Energie. Energie ist Leben. Energie und Arbeitsplätze. Ja. Und Ihr Buch kann ich auch wärmstens natürlich dem Zuschauer empfehlen. Ich werde es unten verlinken, genauso auch wie Ihren Newsletter. Sehr lesenswert beides. Und wir werden bestimmt noch mal zum Thema Energie leider sprechen müssen, weil das Wall Street Journal hat ja mal gesagt, Deutschland macht die dümmste Energiepolitik weltweit. Problem ist aber, wir sitzen in der ersten Reihe und wir zahlen die Zeche dafür. Herr Farnhold, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich habe auch noch ein weiteres Interview mit Herrn Farnhold gemacht. Das findet ihr natürlich hier oben unbedingt sehenswert. Und Ihnen viel Erfolg. Alles Gute.